Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Hannover 96 Karrieremodus. Wir sind am Start mit der sechsten Episode und heute geht es gegen den SC Freiburg. Eine ganz, ganz spannende Partie auf jeden Fall gegen die Breisgauer. Letzte Episode haben wir gegen den HSV den ersten Rückschlag hinnehmen müssen mit einem verdienten 1:2, dass ich das jemals sagen würde. Das war wirklich verdient. Der HSV war über ja, die gesamte Spieldauer eigentlich besser und wir konnten erst in der 90. Minute durch Linden Maina nochmal den Anschluss erzielen. Hat im Endeffekt alles nicht mehr gereicht. Ist okay, passiert nun mal. Jetzt muss es auf jeden Fall besser weitergehen gegen den SCF und natürlich sind wir jetzt nicht mehr Zweiter, sondern nur noch Dritter. Momentan allerdings spielt Frankfurt noch, also vielleicht rutscht man noch ein bisschen ab. Nichtsdestotrotz sind wir nicht zu weit zurückgefallen, das ist ja ganz gut. Ich werde auf jeden Fall ein bisschen Personal umstellen für diese nächste Partie, aufgrund dessen, dass mir das gerade nicht so hundertprozentig gefallen hat, was ich da gesehen habe. Ihr dürft gespannt sein und ich würde sagen, wir schnacken nicht lange rum, sondern gehen mal rein in die erste Partie, beziehungsweise in die Partie für diese Episode. Wenn euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da würde ich mich drüber freuen. 1,6 Millionen möchte Bochum für Meier bezahlen, das nehmen wir natürlich an. 300 Likes wäre mega cool, ja, vielleicht packt er das, ich würde mich freuen. Und ich würde sagen, wir gehen rein und ich wünsche euch viel Spaß. Herzlich willkommen in Freiburg, herzlich willkommen im Breisgau und herzlich willkommen zum nächsten Spieltag der Bundesliga, englische Woche in der deutschen Liga im deutschen Oberhaus. Und Hannover 96 ist hier zu Gast in Freiburg und möchte natürlich wieder Gutmachung betreiben für das letzte verkorkste Spiel gegen den Hamburger Sportverein. Das war eine ganz, ganz schwache Vorstellung. Von Hannover 96 haben wir bisher in dieser Saison noch nicht so gesehen. Allerdings läuft es natürlich trotzdem deutlich besser als beim SC Freiburg, die momentan mit 2 Punkten auf dem 17. Platz müssen. Also langsam mal starten, durchzustarten. Und das wäre natürlich heute die perfekte Gelegenheit. Gegen Hannover 96 zu Hause unter Flutlicht, ausverkauftes Haus und super Stimmung im Schwarzwaldstadion. Dementsprechend absolut beste Voraussetzung für das Team von Trainer Christian Streich. Bei Hannover 96 gibt es einige Überraschungen in der Startelf, denn André Breitenreiter rotiert nicht nur, sondern lässt 3 Spieler außen vor, die eigentlich sehr gut gespielt haben in den ersten Partien der Saison. Allerdings im letzten Spiel nicht so stark dabei waren. Bei Freiburg keine wirklichen Überraschungen. Giekiewicz im Tor, Guldese, Jünschü, Stenzel und Büßmann in der Verteidigung. Wie gewohnt davor Abrashi, Kammerbauer, Jabo und Terazzino und in der Sturmspitze Petersen und Niederlechner, die in den letzten Wochen ja bereits zusammen vorne in der Sturmspitze gestartet sind. GD, Haberer, Koch, Kleindienst, Krovinovic, die verfüllen das Aufgebot des SCF. Bei Hannover 96, wie gesagt, 3 Überraschungen in der Startelf. Das System bleibt das gleiche, weiterhin die Dreierkette bzw. defensive Fünferkette. Im Tor Czauner davor in der Fünferkette. Der neue ist Maresic. Dario Maresic, Neuzugang von Sturm Graz, spielt für LS. Fossum und Schwegler in der Zentrale davor. Martin Hanek in der Spitze zusammen mit Jonatas und auf der 10 Linton Maina, der Torschütze. Vom vergangenen Wochenende, der hat sich gut reingespielt und Mukta war in dieser Partie ganz miserabel. Dementsprechend sitzt der heute nur auf der Bank. Genauso wie auch beispielsweise ein Ilas Bebu, der dicke Chancen vergeben hat und dementsprechend nicht mit dabei ist hier in der Anfangsphase. Martin Hanek, der Österreicher, bekommt seine Chance. Jonatas immer noch mit 3 Toren in den letzten 3 Spielen, dementsprechend nicht schlecht dabei. Trotzdem muss natürlich heute mehr gehen für Hannover 96 als in der vergangenen Woche. Und wir sehen hier bereits in der Anfangsphase, das sieht ziemlich gut aus bei den Hannoveranern. Ballsicherheit ist deutlich mehr erkennbar als zuletzt gegen den HSV. Natürlich das eingespielte Duo da hinten drin ist Sané und Anton. Allerdings wird sich Maresic da wohl auch einfinden können. Die haben nämlich auch Josip Eles bisher mitgetragen in dieser Saison. Jetzt der erste Fehlpass. Das war letzte Woche auch das Problem bei Hannover 96. Terazzino mit dem Ball auf Niederlechner in die Sturmspitze. Petersen läuft da. Allerdings ist Ostrzelek mit zurückgegangen. Spielt aber jetzt den katastrophalen Fehlpass in den Fuß von Petersen, sodass die nächste Chance für die Freiburger entsteht. Aber Ostrzelek macht seinen Fehler wieder gut und verliert den Ball nochmal. Also ganz, ganz komischer Beginn hier vom Linksverteidiger der Hannoveraner. Jetzt Maina, der ist mit zurückgeeilt. Reinhold Jabor auf der Außenbahn gegen Sané. Das ist normalerweise nicht die Position des Senegalesen. Das ist ein 96-Hüden da in der Verteidigung. Der 96er. Jetzt der Ball in die Mitte. Das ist Niederlechner, aber Anton ist da. Und jetzt kann Hannover 96 sich befreien und das Umschaltspiel wieder forcieren. Das ist Linton Maina. Der hat eine Menge, Menge Platz. Und dann kommt das Abspiel nicht im richtigen Moment auf Martin Hanek, der da durchgestartet war. Das wäre die erste richtig dicke Chance gewesen wahrscheinlich für Hannover 96. Allerdings bisher sieht das nicht sonderlich gut aus. Der SCF ist hier nach den Anfangsminuten die überlegene Mannschaft in dieser Partie und konnte sich deutlich besser beweisen. Petersen jetzt, allerdings möchte er da sowieso reinflanken, wo keiner steht und steht auch im Abseits. Dementsprechend keine Gefahr für das Tor von Hannover 96. Es ist schönes Wetter gewesen hier heute über den Tag im Breisgau. Natürlich jetzt das Ganze hier dunkel, allerdings immer noch relativ sommerliche 18 Grad, also schöne Temperaturen für dieses Fußballspiel. Allerdings
macht das natürlich keinen Unterschied, denn auch bei Regen müssten die beiden Mannschaften hier natürlich gewinnen. Nichtsdestotrotz auf jeden Fall mal eine interessante Randinformation. Also am Wetter wird es wohl nicht liegen. Marina mit der Flanke, Harnik mit dem Kopfball und das muss das 1:0 sein. Das muss das 1:0 sein. Er köpft ihn drüber und das ist genau das Problem von Hannover 96. Letzte Partie gewesen, 5 Meter vor dem Tor und er kriegt ihn nicht gedrückt und köpft ihn über das Gehäuse von Gikiewicz hinweg. Eieiei, Martin Harnik, das muss, wie gesagt, der Führungstreffer sein. Letzte Woche Bibu mit der 100%igen Chance, die er gegen den Pfosten setzt. Und jetzt hier in dieser Situation Martin Harnik mit dem Kopfball. Also anscheinend scheint es auf dieser Stürmerposition neben Jonathas momentan nicht so gut zu laufen. Mit dem Abschluss, jetzt Korb mit der Flanke, Marjina mit dem Kopfball und Gikiewicz. Was für ein Reflex des Polen. Ach du meine Güte, das ist eigentlich der sichere Führungstreffer. Marjina macht das da deutlich besser. Gegen Sujünschü als gerade Harnik in dieser Situation, wo er den Ball nicht drücken kann. Er drückt den Ball, aber Gikiewicz kriegt irgendwie seine linke Flosse nach oben und kann diesen Ball abwehren. Im Stile eines Handballtorwarts. Das war ganz, ganz klasse vom Neuzugang, beziehungsweise vom, ja, Neuzugang ist er nicht wirklich, aber vom neuen Stammtorwart. Der Freiburger hat der Schwolo verdrängt. Heieiei, was für eine Anfangsphase jetzt hier in Freiburg. Bisher noch keine dicken Chancen beim SCF, bei 96 bereits 200%ige. Einmal vereitelt von Martin Harnik selber und einmal vereitelt von Rafael Gikiewicz, der das da ganz, ganz stark macht. Vielleicht auch ein bisschen extra Motivation natürlich bei ihm, denn der Mann kam mal vom BTSV, von Eintracht Braunschweig. Jetzt Jonathas mit dem Ball in den Rückraum, da steht wieder Marjina. Marjina frei vor Gikiewicz, der wird doch nicht sein zweites Bundesligator machen oder das zweite Tor in Folge. Nein, nein, Gikiewicz ist wieder da und hat aufgepasst. Also ganz, ganz starkes Spiel bisher vom Torwart der Freiburger. Aber auch von Linden Marjina, der macht das bisher richtig gut. Spielt sehr unbefreit und ist sehr gefährlich im gegnerischen 16er. Gefährlicher zumindest als seine beiden Kollegen in der Offensive. Bei Hannover 96 zumindest bis zu diesem Zeitpunkt jetzt. Niederlechner geht einfach vorbei an Ostscholek. 1:0 SC Freiburg. Was ist denn hier los? Plötzlich aus dem Nichts die Führung für die Breisgauer. Ja, das ist mal eine Überraschung. Was war denn da los mit Matthias Ostscholek? Ganz, ganz schwach gegen Florian Niederlechner. Bleibt da einfach stehen und lässt sich komplett auseinandernehmen. Anton versucht noch den Ball wegzugrätschen. Chauner ist machtlos. Und Hannover 96 liegt erneut zurück. Da sieht Chauner auch nicht hundertprozentig glücklich aus. An einem guten Tag hat er den nicht zu platziert geschossen von Florian Niederlechner. Aber der trifft halt eben und bringt seine Mannschaft somit in Führung. Das ist schmeichelhaft, definitiv. Denn Hannover ist bisher die überlegene Mannschaft und die Offensiv vor allem gefährlichere. Allerdings nutzt der SCF eben genau das, was Hannover 96 nicht nutzt, und zwar seine Chance. Aber die 96er sind jetzt wieder im Offensiv Anmarsch über Linton Marjina, bisher der auffälligste da in der Offensive, verliert jetzt mal den Ball. Und es gibt die Kontergelegenheit für die Freiburger, die aber erstmal langsam machen. Jetzt hier über Nils Petersen, das ist Niederlechner. Wieder auf Petersen, Ballverlust gegen Sané, der ist mal ein bisschen rausgerückt. Harnik im Zusammenspiel mit Jonathas, der raus auf Linton Marjina, der in die Mitte zu Martin Harnik. Martin Harnik, der Pfosten, das ist nicht wahr, das ist nicht wahr. Hannover 96. Die Chancenverwertung in den ersten Spielen überragend. Das sah richtig gut aus beim Team von Heine Breitenreiter. Und jetzt treffen sie das Tor einfach nicht mehr. Martin Harnik mit der zweiten vergebenen Großchance in dieser Partie. Den muss er machen. Den muss er machen. Den kann er annehmen. Da kann er alles mitmachen. Da hat er den Platz. Da hat er die Zeit, um diesen Ball gefährlich aufs Tor zu bringen. Und er schießt ihn an den Pfosten. Nicht mal an den Innenpfosten, sondern nur an den Außenpfosten. Also macht genau das, wofür er eigentlich in die Startelf gerückt ist. Ja, für Ilas Bebu nicht. Für die Chancenverwertung ist er gekommen und im Endeffekt vergibt das genauso wie der junge Togolese, der ja eben gegen Hamburg nicht seinen besten Tag hat, aber den scheint heute auch Martin Harnik nicht zu haben gegen die Freiburger. Ganz, ganz miserabel, dieser Versuch des Österreichers in der Situation, aber Hannover steckt auf jeden Fall nicht auf. Jetzt vielleicht der nächste Angriff über Jonathas, der wird da ein bisschen ruppig angegangen, ist aber kein Foulspiel der Freiburger, die einfach gut stehen gegen den Brasilianer. Ja, dann haben sie gefressen, die Bundesligisten, die wissen jetzt von seinen Qualitäten, nachdem er in den ersten Spielen machen konnte, was er wollte. Und auch sehr, sehr viele Tore erzielt hat, ja. Jetzt wissen sie genau, wo seine Stärken liegen und jetzt stehen sie ihm auf den Füßen und nehmen ihm so ein bisschen den Spielspaß. Natürlich bitter auf jeden Fall für Jonathas und für Hannover 96. Allerdings wird es hier wohl wieder mit einem Rückstand in die Kabine gehen. Denn bisher sieht das sehr gut aus für den SC Freiburg, die zwar nur eine richtige Chance hatten, aber die haben sie halt eben auch genutzt. Und dementsprechend geht es mit 1:0 für die Breisgauer in die Kabine. Das ist schmeichelhaft, aber Hannover muss auf jeden Fall was tun im zweiten Durchgang. So kann das nicht weitergehen. Und dementsprechend sind wir gespannt natürlich, was André Breitenreiter sich einfallen lassen wird. Christian Streich wird zufrieden sein mit der Leistung seiner Mannschaft. Aber da muss was passieren aus Hannoveraner Sicht. Ansonsten wird es die zweite Niederlage in Folge geben. Und das kann natürlich nicht in diesem Sinne sein. Wir sehen uns gleich wieder
nach der Halbzeitpause. Weiter Durchgang im Breisgau in Freiburg. Führung zur Halbzeit für den SCR, für die Gastgeber schmeichelhaft. Nach einer einzigen Torchance im ersten Durchgang, die aber genutzt wurde von Florian Niederlechner, Hannover 96, wieder mit dem gleichen Problem wie gegen den HSV durch Ilas Bebou. Die Chancen werden nicht genutzt, diesmal in Form vor allem von Martin Hanek, der zwei ganz, ganz dicke Chancen vergeben hat. Und das ist das 2:0 für die Freiburger. Was für ein Start in den zweiten Durchgang. Nils Petersen kriegt den Ball, da am 16er zugespielt, 18 Meter, zieht einfach mal drauf aus der Distanz und dann ist der Ball im Netz. Und Schauner kann nicht reagieren. Wunderschönes Tor von Nils Petersen. Und das ist die Führung für den SCF ausgebaut. Und jetzt haben wir die gleiche Situation für Hannover 96 wie vergangene Woche gegen den HSV. Und das kann den 96er natürlich überhaupt nicht schmecken. Die waren so stabil in den ersten Spielen der Saison. Haben zur Halbzeit gewechselt. Jonathas ist rausgegangen. Dafür ist Füllkrug reingekommen. Die wollten natürlich direkt auf den Ausgleich gehen. Und vielleicht sogar auf den Sieg. Denn in der ersten Halbzeit waren sie das bessere Team. Und jetzt liegen sie hier plötzlich mit zwei Toren hinter und wissen gar nicht, wie ihnen geschieht, als sie aus der Halbzeit kommen. Das ist absolute Klasse, die der SC Freiburg hier zeigt. Wunderbare Chancenverwertung. Genau das, was die Fans der Freiburger sehen wollen. Und die sind natürlich jetzt beflügelt und schon wieder auf dem Weg in die Offensive. Kammerbauer mit dem Ball auf Niederlechner, der hat das erste Tor gemacht. Mit seiner ersten Chance hat er Ostschollek ganz, ganz schlecht aussehen lassen. War auch ein Wechselkandidat wohl. In der Halbzeit hatten viele hier drauf spekuliert, dass der Linksverteidiger vom Platz gehen würde und der starke, letzte Woche starke Tim Leibold eingewechselt würde, der einen guten Eindruck gemacht hat gegen den HSV, allerdings nicht in der Startelf steht, beziehungsweise nicht für diese berufen wurde, sondern wieder nur auf der Bank sitzt. Aber das ist nicht passiert, im Gegenteil, wurde in der Offensive gewechselt. Jonathas ging raus und dafür kam eben Niklas Füllkrug rein, der jetzt vielleicht sein erstes Kopfballduell gewinnen kann, so sieht es aus, gegen Su Yun Shu. Allerdings kann Maina den Ball nicht verarbeiten. Freiburg wieder in der Offensive. Das sieht gut aus bei dem Breisgau. Das ist richtig, richtig stark, was sie da machen. Gar keine Probleme, diesen Ball in den eigenen Reihen zu halten. Das ist absoluter Ballbesitzfußball. Und Hannover hat kein Mittel dagegen. Terrazino, der geht jetzt schon zur Eckfahne. Das ist schon Zeitspiel da beim SCF, was die machen. Und jetzt kriegen wir nochmal einen Freistoß. In der Situation, weil Fossum sich den Ball zu früh zurückerobert. Petersen geht raus. Und es gibt die Freistoßsituation. Niederlechner. Und den rein, Füllkrug an den Wegköpfen. Aber das bringt Hannover nichts, weil Kammerbauer da ist, abgefälscht und Eckball. Hannover muss nach vorne kommen. Das bringt hier alles nichts. Das ist nicht das, was Hannover 96 irgendwie weiter nach vorne bringt. Die brauchen hier den Anschlusstreffer. Die müssen den Ball haben und die müssen nach vorne kommen. Jetzt wieder Schauner rausgefaustet. Jetzt kann Füllkrug den Ball mal erobern. Und jetzt geht es vielleicht mal nach vorne. Aber das ist unglaublich schlecht gemacht von Martin Hanek. Der geht gar nicht mit nach vorne. Der bleibt einfach stehen und somit ist Füllkrug gezwungen, den Ball in den Rückraum zu spielen. Und damit verliert Hannover 96 den Ball wieder. Ganz, ganz schwacher Auftritt bisher von Martin Hanek. Der hatte die 200%igen Chancen, einmal per Kopf und einmal, als er freigespielt wurde, von Linton Maina nach schönem Zusammenspiel mit Jonathas. Und auch da vollkommen überhastet der Abschluss. Das ist alles andere als gut, was Hannover 96 hier in der Offensive bisher zeigt, nach 68 gespielten Minuten. Da geht nichts. Da geht absolut nichts und da muss man sich wirklich fragen, was ist mit dem 96 aus den ersten Partien? Jetzt vielleicht nochmal. Martin Hane gegen Manuel Gulde. Setzt sich da, das ist ganz miserabel von Martin Hanek. Das ist ganz, ganz schlecht. Manuel Gulde hat überhaupt keine Probleme, den Ball da wegzunehmen. Kein Tempo, nichts bei Martin Hanek heute. Blutleerer Auftritt des Österreichers, muss man wirklich so sagen. Und währenddessen der SC Freiburg mit seinen beiden Stürmern natürlich perfekt gestartet. Und jetzt GD, eingewechselt für Petersen. Vielleicht der Nächste, der hier noch eine Chance bekommt und dann vielleicht auch gleich trifft. Bisher zwei Torschüsse, das ist nicht viel, was Freiburg macht in der Offensive, aber es ist sehr effektiv. Und das ist das Wichtige, während Hannover 96 jetzt mittlerweile auch gar nicht mehr gefährlich vor das Tor der Freiburger kommt, weil die jetzt hinten auch sehr solide stehen. Wieder schlechter Pass von Ivar Fossum. Allerdings hat er auch keine wirkliche Anspielstation. Der will natürlich nach vorne spielen, der will natürlich irgendwie nochmal was bewegen da in der Offensive. Allerdings ist da keine Bewegung, weder bei Füllkrug, der noch nicht einen wirklichen Ballkontakt, aber abgesehen von seinem gewonnenen Kopfballduell gegen Su Yun Shu Anfang der zweiten Halbzeit, wo es aber auch schon 0:2 stand. Und Martin Hanek, der bewegt sich auch nicht mehr wirklich. Das ist alles andere als wünschenswert bei den Hannoveranern. Schauner jetzt mit der Kugel, wird den abwerfen nach vorne zu Füllkrug, aber wieder der Ballverlust. Wieder der Ballverlust für Hannover 96, Niederlechner im 16er GD. Und Schauner ist ausnahmsweise mal da und hält diesen Ball. Gute Parade. Vom 96-Schuss. Und wer in den ersten beiden Toren komplett machtlos war, der wurde komplett im Stich gelassen von seiner Hintermannschaft. Und Martin Hanek schon wieder mit dem nächsten einfachen Ballverlust. Miserables Spiel. Miserables Spiel von Hannover 96. Das ist alles andere als gut.
Und es ist vor allem nicht so, als dass sie eine Leistungssteigerung in den letzten Minuten irgendwie gehabt hätten. Wie gegen den HSV, wo es Chancen gab im zweiten Durchgang, wo sie das Spiel kontrolliert hätten. Nein, null. Hier geht nichts. Jetzt vielleicht nochmal. Mahina mit dem Ball auf Hanek. Der ist nochmal durch. Hanek im 16er. Wird es wieder der späte Anschluss. Es wird der späte Anschluss. 86. Minute. Hannover 96 ist wieder dran. Martin Hanek. Vorlage Linton Mahina. Und da hat Freiburg einmal nicht aufgepasst. Und schon steht es nur noch 2:1. Allerdings könnte das wieder zu spät sein für die 96er. Ilas Bebu jetzt eingewechselt für den Torschützen gerade. Für Martin Hanek, der rausgegangen ist aus dieser Partie. Und dementsprechend der Togolese jetzt, der zuletzt diese Riesenchance vergeben hat für den gegen den HSV, um nochmal ranzukommen. Hat also die Gelegenheit, heute alles wieder gut zu machen. 96 im Ballbesitz. Vielleicht nochmal der Weg in die Offensive. Füllkrug mit dem Ball auf Bebu. Bebu, der hat das Tempo gegen Büßmann. Gegen Gulde jetzt im 16er. Macht das gut. Spielt den Ball in die Lücke, aber der kommt nicht an bei Niklas Füllkrug oder Fossum oder wer auch immer das da war. Und der Schuss von Füllkrug ist dann zu schwach. Da hätte er vielleicht alleine machen müssen in der Situation. Der Ilas Bebu macht er nicht. Jetzt nochmal Sané. Ball nochmal in der Offensive. Nochmal Linton Mahina. Maresic mit aufgerückt. Bebu und der Ball kommt nicht an. Und das dürfte es gewesen sein hier in Freiburg. Vielleicht noch eine Chance. Nein, Hannover 96 verliert auch das zweite Spiel in Folge mit 1:2. Viel zu spät aufgewacht in dieser Begegnung. Und erst viel zu spät mit dem Anschlusstreffer durch Martin Hanek. Das ist zu wenig bei den 96ern und die müssen sich überlegen, was sie die nächsten Wochen machen, weil so kann es nicht weitergehen. Defensiv zu schwach, defensiv nicht stabil und offensiv war das heute auch wieder gar nichts. Das ist definitiv nicht im Sinne der 96er. Florian Niederlechner, der Matchwinner, zusammen mit Nils Petersen und Freiburg befreit sich also so ein bisschen aus der Anfangslethargie der Saison. Gewinn mit 2:1, hat 5 Punkte auf dem Konto. Das war's von diesem Spiel aus der Bundesliga. Machen Sie es gut, schönen Abend noch. Oh mein Gott, Alter. Das kannst du keinem erzählen, ne? Ich weiß nicht, was los ist. Das ist so schlecht plötzlich. Die ersten Spiele hat das optimal funktioniert alles und jetzt kann ich mir halt auch wirklich nicht erklären. Ne? Also Mahina war noch der Beste wirklich. Der war wirklich noch der Beste. Ich werde jetzt schon mal für die nächste Episode umstellen, ja, damit ihr schon mal wisst, was ihr zu erwarten habt. Also ich war gerade zufrieden auf jeden Fall mit Maresic, mit Eles in dieser Episode nicht. Genauso wenig wie mit Mukta. Da wird Mahina auf der 10 spielen. Sturmspitze lasse ich so, aber eieiei, also das ist wirklich nicht zufriedenstellend. Diese Episode, die Ergebnisse, das war nicht gut. Das war nicht in meinem Sinne und da muss auf jeden Fall was passieren. In der nächsten Folge. Allerdings kann es auch erst passieren in der nächsten Folge, denn das war's für diese Episode. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wir stehen wieder auf, ja. Niemals allein. Egal, ob in guten oder schlechten Zeiten. Wir stehen wieder auf. Und das macht so ein Karrieremodus bei 96 auch aus. Wir verlieren auch mal. Ne? So muss es sein. Bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf. Bis dann. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.